Über das Pokalaus von Hertha gestern gegen Schalke redet heute wirklich niemand mehr. Und das hat einen traurigen Grund. Denn Herthas Toruna Riga soll während des Spiels rassistisch beleidigt worden sein. Trainer, Mannschaft und auch Fans sind entsetzt. Das ist der Moment, in dem sich bei Jordan Toruna Riga gestern Abend Frust und Verzweiflung gleichzeitig entladen. Beim Stand von 2:2 in der Verlängerung fliegt er nach einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz. Doch sein Ausbruch hat eine Vorgeschichte. John hat mir erzählt, es gab rassistische Beleidigungen von den Zuschauern, sowas geht gar nicht. Egal in welchem Stadion, egal ob es jetzt Deutschland oder Ausland ist, sowas geht gar nicht. Und da stehen wir als Mannschaft, als Verein hinter John. Sowas darf nicht in Deutschland sein und auch nicht in der Bundesliga sein. In der 70. Minute fangen Kameras einen Wortwechsel zwischen dem Verteidiger und Schalker Fans ein. Unter anderem mit Affenlauten soll der 22-Jährige verhöhnt worden sein. Toruna Rigas Mitspieler schaffen es zwar, ihn davon abzuhalten, das Spielfeld vorzeitig zu verlassen. Beruhigen können sie ihn jedoch nicht. Im Fokus steht auch das Schiedsrichterteam um den unparteiischen Harm Osmers, das von Hertha-Verantwortlichen auf die rassistischen Vorkommnisse hingewiesen wird, sie aber selbst nicht wahrnimmt und von daher keine Gegenmaßnahmen ergreift. Wir haben die Schiedsrichter darauf hingewiesen, ihr müsst auf den Jungen aufpassen, ihr müsst den Jungen schützen. Und dann hätten sie es nicht so richtig mitbekommen. Und dann kommt die Situation, wo er gefoult wurde, hier vor der Trainerbank über die Seitenlinie gegrätscht wird, geschubst wird und dann halt im Moment die Fassung verliert. Und wenn ich das dann irgendwo im Keller irgendwo anschauen darf, dann muss ich halt sagen, da muss man ein Gefühl dafür haben. Ein Gefühl von Jungen, der durch emotionale Achterbahnen da rast, na, der uns geweint hat, da kurz vor der Verlängerung. Heute Vormittag trainieren nur die Reservisten auf dem Platz. Toruna Riga regeneriert mit der restlichen Startelf in der Kabine. Inzwischen hat der Deutsche Fußballbund die Ermittlungen aufgenommen und wartet auf eine Stellungnahme von Toruna Riga selbst. Er hat sich bislang noch nicht geäußert. Schalke 04 hat sich auf der Vereinswebseite heute klar zum Fall positioniert. Auch Hertha-Manager Michael Preetz verurteilt die Vorkommnisse und will eine schnelle Aufklärung. Dass die Berliner nach phasenweise starker Leistung und 2:0 Führung gestern Abend noch unglücklich durch diesen Treffer von Raman mit 2:3 nach Verlängerung ausscheiden, ist doppelt bitter. Doch es sind die Bilder des aufgelösten Jordan Toruna Riga, die von diesem Pokalabend in Erinnerung bleiben werden.